wieder raus. Talana ist ein bisschen angeschlagen. Aber das ignorieren wir erstmal. Wir wollen einen Schatz finden. Oder zurück zur Ruine gehen. Myrim hat großen Hunger. Girigon hat großen Hunger. Girigon verhungert. Stopp. Genau. Rasten. Stimmt, wir haben alle Rationen weggeschmissen. Gar nicht gut. Wir hätten vielleicht in der Stadt doch ins Gasthaus gehen sollen. Okay, jagen. Myrim. Findet Wasser. Kann keine Tiere entdecken. Ach, Mist. Na gut, Wache halten. Schlafen. Oh, das geht schnell. Ja, wir kriegen richtig viel Schaden, regenerieren 2 Trefferpunkte. Super. Wir kehren um. Und hoffen, dass es wirklich ein Gasthaus ist und keine Taverne. Ja, wir sind einfach hungern, ich weiß. Ach, am Hafen, sehr schön. Alle werden satt und wir schlafen in einer Suite für 2 Nächte. Uff, das war ein wenig zu knapp. Sowas muss echt nicht sein. Hätte ich ein wenig mehr darauf achten sollen. Jetzt essen auch alle fleißig Tanelen, denn wir bleiben ja länger hier. So, Talana noch. Und Yallen. So, zurück. Mal meditieren. Nee, komm. Schlafen. Das schaut doch gut aus. Und wir gehen gleich wieder rein, nur um neu zu essen. So. Und jetzt können wir wieder nach Norden. Nach Tos, genau. Gewaltmarsch. Und hoffentlich finden wir gleich die Ruine. Oh. Oder einen Haufen Orks. Das ist echt ein Haufen. 6 Stück. Das ist ordentlich. Gehst mal dahin. Abwarten. Bleibt nur zu hoffen, dass es keine sehr hochstufigen Orks sind. Das testen wir einfach mal mit dem Fulminictus. 14 Trefferpunkte tot. Okay. Sparen wir uns jede weitere Astralenergie. Die machen wir so nieder. Am besten einfach mit Computerkampf. Keine Magie. Und rauf da. So, 1, 2, 3, 4, 5 Orks noch. Wirklich häufig treffen tun wir bei denen aber auch nicht. Außer Talana mit ihrem Kampfstock, natürlich. 9 Trefferpunkte, sehr schön. Also Girugons müsste gleich umfallen. Oder fliehen. Ist fast genauso gut. Auch wenn es durch die Flucht ein wenig weniger Erfahrungspunkte gibt, glaube ich. Aber das ist ja nicht ganz so wichtig. In das Poter machen wir eh wesentlich mehr Erfahrungspunkte als hier auf der Straße, denke ich. Also im Bordell waren das jetzt 90 oder so. Und davor die Wachen waren ja auch nicht schlecht. Lohnt sich auf jeden Fall dann noch öfters vorbeizuschauen. Auch wenn die Ruine eigentlich dringlicher ist. Weil da wartet noch ein weiteres Kartenstück auf uns. Aber das können wir ja verbinden. Wir gucken nach dem Daspota-Schatz. Wir gucken nach Daspota selbst. Nach das ganze Piratennest ausräuchern. Und nach dem Kartenstück in der Ruine. Da pendeln wir immer schön hin und her. Und versuchen zwischendurch unsere Beute zu verkaufen. Wobei ich mir echt merken sollte, wo die Waffenhändler sind. Das macht das Ganze gleich wesentlich einfacher. So, bitte find Essen. Kann was Essbares erlegen. Sehr schön. Wie viel Stück? 3 Stück. 3 ist nicht viel. Bei 6 Leuten. Warum hast du keinen Platz für... Oh, alles voller Zeug. Na gut, dann halt so. Jalen kann nichts mehr tragen. Also nächster Levelanstieg. Alle steigern Körperkraft. Egal, was für eine Klasse sie haben. Eine Yoruga-Wurzel. Na gut. Schlafen. Jupp. Und wir sind schon fast wieder auf dem Damm, was Lebensenergie angeht.
Ihr seid jetzt etwa 10 Meilen nördlich von Rybon. Soweit ihr dies beurteilen könnt, irgendwo hier müsste ein Zeichen zu finden sein, dass hier der Despoter-Schatz liegt. Aha, hier kann man Schleifspuren entdecken und beim zweiten Hinsehen auch Blut an einigen Zweigen. Nach nur wenigen Schritten erkennt ihr ein Weidengeflecht, das nur sehr schlecht einen Höhleneingang verbirgt. Oh, wir haben jetzt eine Höhle und einen Tagesmarsch weiter nördlich gleich noch eine Ruine. Und das Poter. Das ist doch schick. Also wir haben eine ganze Weile was zu tun. Gucken wir uns aber erstmal die Höhle hier an. Und die Höhle ist auch ein richtiger Dungeon. Sehr schön. Terik vor. Und erstmal rechts an der Wand lang gehen. Stopp. Pfeile haben wir genug. Platz haben wir fast keinen mehr. Aber im Notfall können wir einfach irgendwas von den Sachen wegschmeißen. Obwohl Goldschmuck schon recht wichtig und teuer ist. Aber die Spiegel vielleicht. Ich weiß nicht, wie viel die wert sind. Aber allgemein sind Spiegel im Mittelalter auch recht teuer gewesen. Genau wie Bücher. Ja, das müssen wir dann gucken. Bisher kein Ereignis. Doch hier, offensichtlich eine Bedürfnisanstalt. Neben dem Donnerbalken liegt ein Buch mit dem Titel Kaisersprüche Hals am Boden. Wollt ihr das Buch mitnehmen? Ja, ich habe ja gerade gesagt, Bücher sind wertvoll. Kaisersprüche Hals. Also, Hall war, ist der Kaiser. Ich weiß nicht ganz, wann das spielt. Und wo ist das Buch? Ah, Buch. Angucken. Dies ist ein Buch. Ja. Gegenstand benutzen. Der Titel des Buches lautet Kaisersprüche Hals. Aber man kann nicht reingucken. Na gut, wozu auch immer das da sein soll. Vielleicht war das auch nur als Scherz gemeint. So als Klolektüre. Oh, Piraten. Naja, war auch nicht anders zu erwarten. Weil wenn in das Boot da schon überall Piraten rumlungern, dann auch hier beim Schatz. Auch wenn es doch eigentlich üblich ist, den Schatz irgendwo zu vergraben und dann in Ruhe zu lassen, oder? Na gut, machen wir die nieder. Dann nehmen wir mit, was die so dabei haben und dann sollten wir uns auch schon mal wieder verkrümeln, um unsere Beute loszuwerden. Also die Beute von hier und die der ganze Goldschmuck und die Messingspiegel und was weiß ich. Oh, du hast die falsche Waffe. Waffe Langbogen. Angriff. So. Und Computerkampf. Keine Magie. Also ja, wir müssen unbedingt unsere Beute loswerden. Es ist zwar interessant, hier weiter rumzugucken. Also hier und in das Poter und in der Ruine. Ich kann mich gar nicht wirklich entscheiden, wo ich weitermachen will. Aber es bringt alles nichts, wenn wir immer wieder Sachen wegschmeißen müssen. Dafür ist das echt zu schade. Ah, die fliehen auch schon. Also es scheint nicht allzu schwer zu sein hier in der Höhle. Was vielleicht dafür spricht, dass wir zuerst diese Höhle machen sollten und dann alles andere. Oh, ein Amulett. Das kommt auf jeden Fall mit. Entermesser. Wir wollen nichts wegschmeißen. So, das Amulett. Das gucke ich mir doch gleich mal an. Da. Talana. Ist überladen. Okay. Raus hier in die nächste Stadt. Da verkaufen. Und dann gucken, was mit dem Amulett auf sich hat. Ihr verlasst diesen finsteren Unterschlupf und macht euch erschöpft wieder daran, den Weg nach Tos fortzusetzen. Also wird die Ruine einfach so übersprungen. Das ist schade, aber na gut. Inga Malmstein. Da schmeicheln wir uns doch gleich ein. Einen wunderschönen Tag wünschen wir euch. Und das Beste für euch. Und überhaupt, wir haben hier ganz viel Goldschmuck. Haben wir doch, oder? Ein Beutel, den habe ich auch noch nicht angeguckt. Eine Kristallkugel, die sollte eigentlich zu Talana. Das Amulett ist schon mal 15 Silberlinge wert, das ist nicht allzu viel. Oh, der Goldschmuck ist 15 Dukaten jeweils. Schön, schön. Zack, zack, zack. Da werde ich jetzt auch gleich versuchen, 50% rauszuholen. Und die Spiegel sind nur 9 Silberlinge wert.
Oh, hier kriegen wir für die Harfe 75. Das ist ja auch interessant. Entermesser können wir ja auch nicht verkaufen. Und der Ring. Ich glaube, da hat man schon gut, ob er magisch ist oder nicht. Und er war nicht magisch. Also verkaufen wir den jetzt auch endlich mal. Wir brauchen echt Platz. Das geht gar nicht. So. Verkaufen. 50%. Gwendolyn. Und es hat geklappt. Sehr schön. 350 Dukaten. Das ist doch ordentlich. Also ich glaube, so viel hatten wir vor dem ganzen Wundfieber-Debakel. Vielleicht ein bisschen weniger. Aber gut. Das war schon mal sehr praktisch. Also merken wir uns, in Tos gibt es einen Gemischtwarenhändler. Auch wenn es hier keinen Waffenhändler gibt, aber man muss ja nicht zu gierig sein. Also reisen wir gleich weiter nach Liskor. Ich wollte eigentlich einen Gewaltmarsch machen, aber das klappt wohl nicht. Und Myrrhe muss wieder in die erste Reihe. So, Essen. Essen auf jeden Fall jagen. Und, kann keine Tiere entdecken. Jallen, 4 Stunden oder 3 ist auch okay. Und Wache einteilen. Hoffentlich gibt es da jetzt einen Waffenhändler. Sonst müssen wir wirklich viel zu oft und viel zu lange reisen, um alles zu verkaufen aus den 3 Dungeons. Also, ich zähle das Poter jetzt einfach mal mit als Dungeon. Oh ja, das schaut gut aus. Also hier schon mal gemischt waren Händler. Hier unten ist noch einer. Dann war hier noch einer. Der Tutsacker. Eine interessante Waffe. Schleimen wir uns auch hier mal ein. So. Verkaufen. Myrrhem. Eine Armbrust ist 10 Dukaten wert. Das ist doch ordentlich. Rapier behältst du bitte. Ein Schwert hast du auch noch als Ersatz, aber du hast Rapier. Und die ganzen kleinen Schilde können auch noch weg. So. War's das schon? Ah, hier ist die Robe. Oh, wir hätten doch nicht die Roben wegwerfen sollen. Die sind 17 Dukaten wert. So, gleich noch eine davon. Und ihre behält sie an. Dafür schmeißen wir dann die günstigere weg. Entermesser kann auch weg. War's das schon? In Anführungszeichen. Ja. Ich will nicht nochmal laufen müssen. Ich bin versucht, ein Schwert von Gerugon einfach zu verkaufen. Also sein Ersatzschwert. In der Hoffnung, dass wir hier eh unterwegs wieder Schwerter finden. Und im Notfall kann er immer noch eine andere Ersatzwaffe nehmen. Der trifft er zwar nicht so gut, aber am meisten Schaden machen eh die Elfen. Das passt schon. Also Ersatzwaffe von Gerugon erstmal weg. So. Und nö, das war alles. Also Feilschen. 50%. Gwendolyn. Hier habt ihr das Geld. Das funktioniert echt gut. Und wir sind bei 460 Dukaten. Ich würde ja gerne was davon kaufen. Am besten was Magisches, aber soweit ich weiß, kann man magische Sachen nicht einfach so irgendwo kaufen. Nein, wir wollen nicht nach Tianzet, wir wollen zurück nach Süden. In der Hoffnung, dass wir da irgendwo was Magisches finden. Aber ich denke mal, der Daspota-Schatz hört sich schon so an, als wenn da ordentliche Beute bei wäre. Und zwar nicht nur Beute, die was wert ist, sondern auch Beute, die man gut gebrauchen kann. So. Jagen auf jeden Fall. Ich habe schon wieder vergessen, Proviant zu kaufen. Und sie kann was Essbares erlegen. Schön, schön. Er hat noch einen. Er noch einen. Du hast noch. Du einen. So, jeder hat einen Proviant. Nicht wirklich viel, aber das muss reichen. So, Kräuter suchen noch. Oh, ein Dornstengel, 3 Einbeeren und ein Krötenschemel. So, Tos. Tos, gab es kein Tempel.
Ja, komische Stadt. Ups. Und südlich raus. Und nach Rübern mal wieder. Auch wenn das nicht mehr lange gut gehen wird, weil der Winter kommt. Und das war jetzt keine Game of Thrones Anspielung. So, Rübern. Kann keine Tiere entdecken. Schade. Terek, Gerun, Gwenlen, schlafen. Oh, zwei Orks und ein Oger. Und Gerugon hat 7 Bewegungspunkte. Das ist doch mal schick. Und gleich einen ordentlichen Treffer gelandet. So lobe ich mir das. Kaum aufgestanden, schon Orks töten. 10. Sprichwörtlich, das ging ja echt flott. Da kann Terek doch mithalten, oder? Erstmal schön nicht den Weg stellen. Und in der nächsten Runde darfst du draufhauen. Du dahin. Oh, das war jetzt nicht so gut. Genau, du hast dich Jalla in den Weg gestellt. Dann stell dich mal hinter den Oger. Das ist bestimmt eine sehr gute Idee gewesen. Der dreht sich bestimmt gleich um und haut einmal auf die Elfe drauf und das war's. So, du stellst dich dahin. Du haust auf den Ork. Damit der schön schnell stirbt. Und danach können sich alle auf den Oger konzentrieren. So, du gehst daran. Lenkst den Oger mal ab. Du machst nichts. Alte Option. Genau. Klappt noch. Und Terek auf da. Kann auch endlich mal zuhauen. Und stirb. Jupp. Sehr schön. Du gehst erstmal 2 Schritte zurück. Und wechselst deine Waffe. So. Angriff, Oger. Angriff, Oger. So, die hatte ich letztes Mal auch überschätzt. Also so zäh sind die gar nicht. Die sehen halt nur recht brachial aus. Autsch. Und wenn sie mal treffen, tun sie weh. Aber ich denke mal, solange Jallen da fleißig reinschießen kann, ist er bald Geschichte. Genau, 9 Trefferpunkte. Schöne Sache. Und tot. Dolch, Dolch, Dolch. Die nehmen wir mal nicht mit. Und weiter zur Ruine. Mit einem Gewaltmarsch. Ja, den Pfad erkunden. Und die Ruine untersuchen. Sehr schön. Hier wären wir wieder. Diesmal mit wesentlich mehr Platz. Und wir speichern ab. Und in der nächsten Folge versuchen wir mal ein bisschen länger hier drin zu bleiben. LP 43. Und wir sehen uns gleich wieder.